Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von ASA. Wir sind wieder im Zähmfimmel. Und ja, selten genug findet man so einen wie diesen Kandidaten hier, ein Procoptodon. Ja, er läuft absolut vollkommen genau in die richtige Richtung, nämlich in unsere Base. Nee, aber man konnte die doch wieder greifen, ne? Ja, kann man. Mir ist jetzt ziemlich wurscht, was der für ein Level hat. 80 ist gar nicht mal so schlecht. Wir wollen den hier einfach nur betäuben. Und dafür, ja, wie ihr seht, habe ich an meiner kleinen Base ein kleines bisschen weiter gebaut. Nichts Grandioses. Aber ich habe vor allem auch dieses Zähmgehege hier gebaut. Und ja, schon zahlt es sich aus, denn dieser blöde Alpha-Kano, der ist die ganze Zeit schon immer da oben gewesen. Ja, denn wie ihr seht, schon haben wir hier ein Tier direkt in der Nähe und das ist genau, was ich meine. Natürlich, gut, der ist jetzt nicht gefährlich gewesen, aber den jetzt hier einmal über die ganze Map zu schleppen, hätte ich wahrscheinlich sogar gar nicht geschafft an einem Stück. Ja, super. Ach, komm schon. Nee, okay, wir müssen das von unten machen. Das Procoptodon ist ja, glaube ich, überhaupt gar nicht aggressiv, oder? Also, wenn man das angreift, das will eigentlich immer nur weg. So. Das sieht doch schon besser aus. Keine Ahnung, ob da Headshots irgendwie was machen. Kann sein, muss nicht sein. Das Procoptodon ist ein bisschen schwierig, denn es frisst nämlich nur Pilze. Das frisst seltene Pilze. Ich glaube tatsächlich als einziges, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, es frisst gar keine Kibbel. Es frisst vielleicht Beeren, aber ich glaube eigentlich auch nicht. Ah. Komm, schlaf mal langsam. Und an sich ist es unglaublich schnell. Es kann wahnsinnig gut springen, was natürlich auch cool ist. Und es kann Babytiere jeglicher Couleur bei sich im Beutel transportieren, was natürlich auch ziemlich cool ist. Und in irgendeiner Art und Weise hilft das denen, na bitte, hilft das auch beim, ich glaube beim Imprinten. Die brauchen dann nicht so oft oder sie sind effektiver, wenn man sie imprintet. Irgendwas war da. In irgendeiner Art und Weise ist das hilfreich, wenn die Babys im Känguru-Sattel. Oh Gott, guckt euch diesen Typen da oben an. Der muss weg, der muss weg, der muss weg. Der stört mich schon die ganze Zeit hier. Der hat jetzt nicht so ein wahnsinnig hohes Level, aber er ist doch wirklich einfach ein bisschen sehr nah dran. Ich habe jetzt auch schon alle meine Farmtiere wieder eingepackt, weil mir das einfach zu unsicher war, wenn ich hier spawnen, die Alpha-Tiere so in Sekundentakt. Ich bin auch schon von einem Alpha-Raptor während des Baus angegriffen worden. Kaum war der weg, kam der hier. Das ist schon so ein bisschen sehr nervig gewesen. Setz dich doch mal bitte hin. Ja, genau, deswegen den müssen wir erstmal kurz hier vernichten. Ja, unser Chibi macht auch irgendwie gar keine Fortschritte. Also bis von Level 1 auf 2, finde ich, geht es immer ziemlich schnell und danach tut sich irgendwie nichts mehr. Obwohl wir danach wirklich ja zwei Alpha-Rexe und zwei, drei Alpha-Kamus getötet hatten und vorher nur Alpha-Raptoren. Trotzdem irgendwie tut sich da nicht mehr viel. Mann, stirb doch jetzt bitte. Nein. Wow. Okay, was ich auch gefunden hatte, was ich sehr überraschend finde, aber auch wirklich cool, in dem letzten roten Loot, den ich aufgemacht habe, da war ein, ja, okay, er schläft noch, da war ein Rex-Sattel drin, das konnte man früher nie in Loots finden. Zack, zack. Na dann, guten Appetit, sage ich mal. Ich will die nicht da draußen stehen lassen, das ist mir irgendwie nichts. Ich befürchte nur, dass wenn ich irgendwie die hier reinsetze und dann kommt von oben irgendwie was, vielleicht muss ich da nochmal irgendwie Spikes hinmachen, dass dann hier von der Felskante nichts reinläuft. Ja, wenn jetzt von da Raptoren oder sonst was kommen, wäre ja auch ziemlich blöd. Also das könnte man auf jeden Fall nochmal machen, dass man so ein paar Stachelteile oder sowas hier oben hinsetzt, nur dass hier keiner runterläuft ins Zähmgehege und uns alles versaut. Ja, wie ihr seht, er scheint ungefähr so schnell zu fressen, wie er an Torpor verliert. Und der frisst eben am allerliebsten diese Pilze. Kann ja noch ein bisschen dauern, bis wir die haben. Ich habe jetzt auch erstmal keinen Sattel dabei. Ich habe wahrscheinlich welche gefunden.
den einzigen Sattel, den ich jetzt dabei habe, beziehungsweise zwei, ist wie gesagt dieser hier. Nämlich aus dem roten Lut, nicht mal mit Kringel oder so, einfach nur aus dem roten Lut. Das fand ich schon nicht schlecht. Und den hier. Ja. Das Känguru sollte jetzt noch einmal fressen. Das könnte noch einen Augenblick dauern. Er hat gerade eben erst gefressen, kriegt immer 6 pro Level. In diesem Level mit Singleplay-Einstellungen auf CM einfach. Und ja, wie gesagt, einen Sattel habe ich jetzt erstmal nicht dabei. Das hier ist ein Weibchen. Da haben wir sie. Und obwohl sie ein Weibchen ist, wird sie Hopper heißen. Wir frieren die jetzt allerdings doch erstmal ein. Und machen wir mal hier dieses Ding aus. Schwupp. Sehr schön. Und gucken mal, ob wir denn vielleicht noch irgendwie einen Otter finden oder so. Da könnte ich mir vorstellen, den bringen wir vielleicht da in dieses Gewässer in der Nähe von unserer eigentlichen Base, von der Main Base. Diese Piratenbucht nenne ich sie mal, das was früher dieses Stonehenge war. Das kann ich mir gut vorstellen. Da selber gibt es nicht immer Fische drin, aber drumherum im Meer gibt es doch einige. Und die kann ich mit dem Ich die Ornis jagen. Das ist dann nämlich auch ziemlich egal, was für welche das sind. Denn das, der Ich die Ornis sorgt ja dafür, dass die alle Prime Meat haben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das da ziemlich gut und schnell funktioniert. So, Otter findet man ziemlich gut am Redwood. Das heißt, wir fliegen in Richtung Redwood Base. Und ja, da in der Regel, ich fand eher so am nördlichen Ufer, da ist es nicht ganz so versumpft. Da findet man die schon öfter mal. So, unser nächstes pelziges Opfer dreht hier bereits seine Kreise. Den wollen wir doch einfach mal einpacken. Egal welches Level er hat, 20. Das ist natürlich nicht viel. Ich hatte schon gesehen, hier gibt es eigentlich eine ganze Menge Lachse gerade. Eigentlich nicht schlecht, aber es ist einfach so unglaublich gefährlich hier. So, so gefährlich hier. Deswegen werde ich meinen Plan wahr machen. Ich bringe den nach Hause. Ich mal gucken, ob ich den ins Sam-Gehege schmeiße oder ob ich den da in diesen Teich... Wir können ja erstmal über den Teich drüber fliegen. Dann gucken wir mal, ob da Fische drin sind. Und wenn ja, würde ich den da reinschmeißen und mir den Ich die Ornis holen. Und wenn nein, würde ich ihn ins Zähmgehege schmeißen. Oder, naja, vielleicht ist es sowieso besser, weil im Meer sind eigentlich immer welche. Ne? Und diesem Tümpel da habe ich ehrlich gesagt so gut wie noch nie Fische gesehen. Das heißt, wir bringen diesen kleinen Knilch hier erstmal zu uns in die Base und schmeißen ihn ins Zähmgehege. Ich darf mich halt nur nicht zu weit davon wegbewegen. Ich hatte das nämlich schon ein, zwei Mal gemacht. Hab den dann aber da gelassen und hab mich irgendwo anders rumgetrieben. Dann waren die immer weg. Also wenn man zu lange außer Renderreichweite ist, dann despawnen die Tiere im Zähmgehege leider. So, Zähmgehege ist erreicht. Wir lassen den hier reinplumpsen. Ich hole mir schnell den Ich die Ornis. Und dann werde ich den dazu verdammen, mir hier Fische aus dem Meer zu holen. Ja, der Ich die Ornis hat ja, wie gesagt, die Fähigkeit, dass er aus jedem Fisch auch Prime Meat bekommt. Und das ist sehr praktisch, gerade in solchen Fällen. Denn den Otter, den zähmt man nämlich genau auf die gleiche Art und Weise, wie man das beim Hesperornis gemacht hat. Nämlich, indem man... Komm mal, Mist, ich bin so schwer, ich kann überhaupt nichts machen. Indem man ihm halt ganze Fische liefert. Ja, also nicht nur irgendwie so... Fischfleisch, sondern richtig echte ganze Fische. Also warum bin ich so schwer? Das Bier ist so schwer. Ist ja der Wahnsinn. Ich hätte gedacht, dass Bier so schwer ist. Aber gut, scheinbar ist es so schwer. Macht ja nichts. Wir gehen hier mal runter. Bist du bei auf Hunt and Retrieve? Ich glaube, ja. Ich habe zumindest nichts anderes eingestellt. So, dann gucken wir mal, wo wir hier die nächsten Fische haben. Da hinten, da schwimmt doch zum Beispiel einer. Also an sich wäre es natürlich besser, man holt Lachs, weil die eben Prime-Fisch enthalten, aber der Ich die Ornis, der kann, wie gesagt, hier aus jedem Fisch Prime-Fisch bekommen. So, da. Abgesehen davon, ne, obwohl, ich dachte, ich hätte da hinten noch einen Lachs gesehen, habe ich aber nicht. So, Otter. Otter ist auch ein sehr praktisches Tier, denn der Otter, der, ihr könnt ihn auf die Schulter nehmen, ihr könnt ihn logischerweise nicht reiten. Wo hast du denn den Fisch fallen gelassen? Bin ich blind? Ich bin blind. Irgendwo hier, ne? Genau. Genau, ihr könnt ihn auf die Schulter setzen, der hält euch warm. Angeblich, ich habe es jetzt noch selber nicht so richtig ausprobiert, angeblich hält er euch wärmer, je höher sein Nahkampfschadenwert ist.
Der sitzt hier direkt vor der Tür. Ist ja ungünstig. Hi. Nom, 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 nom. Okay, das war schon mal ein Viertel. Der war auch nicht sehr groß, der Fisch. Genau, je höher der Nahkampfschadenwert ist, desto besser soll er einen angeblich warm halten. Wie gesagt, habe ich selber noch nie ausprobiert, ob das so ist, aber man sagt, es wäre so. Außerdem ist der Otter das einzige Tier, was ein Artefakt im Inventar haben kann. Ich habe doch gerade einen Fisch hier gesehen. Na, der einzige, der ein Artefakt tragen kann. Das heißt, wenn ihr mit einem Otter in eine Höhle geht, um Artefakte zu holen, also im Singleplay spawnen die ja so schnell nicht wieder, aber auf dem Server, da kann das ja sein, also da spawnen die ja teilweise, wenn du eins aufnimmst, wenn es nur... Hast du das schon irgendwo abgelegt? Ich schwimme halt einfach zu langsam. Ja, da kann es ja sein, dass ihr das nehmt und da macht's plopp und da ist sofort gleich wieder der nächste da. Genau, da könnt ihr eins in den Otter packen und das nächste in euer Inventar. Das ist natürlich super. Also ich glaube, der kann auch nur von jeder Sorte eins tragen, glaube ich. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Nicht, dass ihr irgendwie 10-mal das gleiche da sammelt oder so. Ich glaube, das geht nicht. So, Halbzeit, sehr gut. Komm mal her. Komm doch mal hierher. Hopp. Nee, warte. Ab. Okay. So, wollen wir dann mal sehen, wo hier die nächsten Fische sind. Ja, und man kann den Otter, so wie jetzt zum Beispiel den ich, die Ornis hier, auch auf Fische pfeifen, dass der die hier tötet. Und so, wir schmeißen nicht wieder weg. Genau. Und der nimmt die aus, da bringt ihr euch nicht im Ganzen wieder, der nimmt die aus und dann bringt er euch aber Perlen wieder. In der Regel weiße Perlen, aber es können auch schwarze Perlen sein. Und das ist auch ganz egal, was für ein Fisch, der kann das mit jedem. Also er kann, es muss jetzt nicht irgendwie ein Lachs sein, damit da eine schwarze Perle drin ist oder irgendwie so. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es überhaupt mal eine schwarze Perle ist, aber es kann halt sein. Können wir ja dann auch gleich nochmal ausprobieren. Weil das sieht auch total niedlich aus. Ne, dann kommt er so an und hält die in den Pfoten und streckt sie euch so entgegen. Das ist wirklich total niedlich. Ah, die war nicht so gut. Die war auch echt klein, der Fisch. Haben wir nicht mal irgendwie ein paar vernünftige Fische hier in der Gegend? So, ich habe jetzt endlich mal wieder einen. Zum Glück noch droppt das nicht hier. Na, wenn man da zu lange braucht, dann geht ja auch die Zähmung irgendwann wieder verloren. Aber momentan... Da. Ha! Und da haben wir ihn auch schon. Du bist Otto, wie immer. Einmal U und einmal so. Und sehr schön. Gut. Dann Otto, musst mir doch mal ganz kurz folgen. Ich kann ja nicht so viele Tiere auf einmal auf die Schultern nehmen, leider. Bringen wir mal erstmal den Ichthyornis weg und dann schnappen wir uns den Otter und jagen hier auch nochmal ein, zwei Fische. Wahrscheinlich ist hier drüben jetzt alles voll mit Fischen. Kommst du, Otto, oder? Ja, genau. So, ich brauche ja auch noch mindestens... Ach, ich brauche noch so viele schwarze Perlen. Also mindestens zwei, um mir einmal Absorbent zu machen. Wobei, ich glaube, da kommt immer gleich mehr als eins raus. Weil ich mir auch mal eine Gasmaske machen will, weil ich ja auch mal irgendwann in die Sumpfhöhle muss. Und da wäre es natürlich ganz praktisch. Hattest du auch irgendwie so eine Einstellung mit Hunt and Retrieve? Nee, ne? Nee. Ich glaube nicht. So, gucken wir doch mal, ob hier drüben irgendwie ein Fisch ist, der nicht unbedingt ein Piranha ist. Wie sieht's aus? Ja, der nicht ein Piranha ist, habe ich gesagt. Aber ich glaube, dass der die auch ganz gut tötet. Ich weiß es nicht. Der hat so ein niedriges Level. Ich will es ehrlich gesagt nie ausprobieren. So, gucken wir doch mal hier drüben. Na, da ist doch... Das ist doch... Das sieht doch besser aus. Okay. So, Freund. Nee. Da. Ja, es war immer ein bisschen kniffelig, weil
der das nicht immer so macht, wie ihr euch das vielleicht vorstellt. Der folgt oder befolgt nur dann Befehle, wenn ihr auch mit ihm unter Wasser seid oder irgendwie sowas. So, Achtung, zeig an. Da. Jetzt hat er uns, hat er eine Perle, ne? Hat er uns gezeigt, dass er eine Perle hat. Ja, und das können halt auch mal schwarze Perlen sein. Ich habe schon gesehen, dass der Piranha wieder da war. Das will ich jetzt, wie gesagt, nicht riskieren. Dieses kleine, süße, pelzige Tierchen. Wie war denn das? Fraß der auch tatsächlich nur Fisch? Kann sein. Weiß ich nicht so genau. Ich werde den mal, ich glaube, oben ins Schlafzimmer packen. Jetzt hatte er ja gerade ein bisschen Fisch dabei. Also den haben wir schon mal ausprobiert. Wir gucken dann auch gleich mal, ob wir einen Prokoptodon-Sattel haben. So, du darfst dahin. Und du hast hier Fisch dabei. Und dann probieren wir nämlich auch das Prokoptodon nochmal aus. Ja, okay, da kommt hier an den Futtertrog ran. Das Blöde ist, die anderen fressen ja auch immer ganz gerne Fisch. Na, alle Fleischfresser essen zuerst immer mal Fisch, bevor sie Fleisch fressen. Ist natürlich blöd. Ich muss mal kurz speichern. Ich traue der Sache ja immer hier noch nicht so ganz. Und dann gucken wir mal, ob wir hier einen Prokoptodon-Sattel haben. Den haben wir. Und dann werden wir nämlich auch das Prokoptodon mal ausprobieren. Eventuell, aber jetzt habe ich in die Marahute, glaube ich, das ganze Bier gepackt. Eventuell können wir ja auch mit dem Prokoptodon gucken, ob wir vielleicht irgendwo einen ein Kalikotherium finden. Müssen wir ja nicht immer alles mit dem Flieger hier machen. Das ist ja, irgendwann ist das ja auch ein bisschen langweilig. Also du gehst mal wieder hier hoch auf deine Terrasse. Schlupp, schlupp, schlupp. Wow. Ganz schön viele tote Tiere hier. Ja, unsere Pflanzen sind fleißig. So. Ach ja, genau. Ich hatte ja auch noch diesen Rex-Sattel. Den möchte ich auch gerne nochmal ausprobieren. Wer weiß, wofür wir das hier noch brauchen. Und die Electronics kannst du mir eigentlich auch gleich mal geben. So, dann kriegt der andere. Hier verpaaren sich die beiden Rexe, die aus jeweils den anderen insgesamt 4 Rexen. Ich hatte ja 2 Weiber, 2 Männer. Und die habe ich zusammengepaart und da kamen leider fast immer nur Männchen raus. Das ist die beste Kombination aus dem einen Paar, das ist die beste Kombination aus dem anderen Paar. Inzwischen mal ein Weibchen, ist allerdings auch schon der zweite von der Sorte, den ich hatte, weil ich, wie gesagt, erst immer nur Männchen bekommen habe. Und jetzt verpaaren die sich, damit ich dann von allen 4 Tieren die besten Werte habe. Okay, so, Prokoptodon. Raus mit dir. Zack. Doch, hopper. So, Hopper kriegt seinen Sattel. Hoppers Werte sehen wie folgt aus. Okay, wie schön. Ich glaube, die verloren nicht so wahnsinnig viel Ausdauer beim Reiten. So, das ist die normale Geschwindigkeit. Wenn er rennt, ist er halt schon echt ziemlich schnell. Und wenn er springt, könnt ihr das mit so einem Fadenkreuz machen. Piu! Und wie ihr seht, der macht echt gigantische Sprünge. So, der kann einige relativ kleine Tiere in den Beutel nehmen. Ich weiß nicht, ob auch wilde. Wilde weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall gezähmte. Aber der kann fast alle Babytiere in den Beutel nehmen. Also ich glaube, also zumindest bis zu einem bestimmten Alter. Na, wenn die dann irgendwann zu groß werden, dann flutschen die von alleine wieder raus. Aber bis zu einem bestimmten Alter, meine ich, konnte der eine ganze Menge Babytiere ins Inventar nehmen. Also vielleicht jetzt kein Giga und Wassertiere sowieso nicht und Flugtiere weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber so, was weiß ich, so irgendwie Paras oder Schafe und Säbelzahnkatze und Wölfe, das kann er alles in seinen Beutel packen. Egal ob Männchen oder Weibchen. Und ja, ich weiß nicht mehr genau inwiefern, aber irgendwie verbessert der die Prägung. Also ich weiß nicht, ob die dann einfach, also was ich mir vorstellen kann, dass die mehr Prozent kriegen, als sie das kriegen würden, ohne dass sie im Sattel sind. I don't know. Und ich glaube, man kann den auch wie einen Futtertrog benutzen. Also ich kann Futter ins Prokoptodon tun und der füttert dann das Baby damit. Ich meine, das wäre auch ein Ding gewesen. So, also wie ihr seht, relativ schnell, ne? Und er verliert, ja, jetzt ist er langsam am Ende mit der Ausdauer. Okay, können wir ihm ja mal ein bisschen was da drauf geben, dass er irgendwie 2000 hat oder so. Ansonsten sind die gar nicht mal so schlecht fürs Kämpfen.
Die können halt, machen wir mal hier die Taste an, mit der linken Maustaste zubeißen beißen und mit der rechten Maustaste, jetzt geht es natürlich wieder nicht. Aber mit C packt er was in den Beutel. So, wieder K raus, mache ich die rechte Maustaste, dann kann er halt treten, ne? Boom. So wie man das so von Kängurus eben kennt. Und der hat einen ganz schönen Knockback damit, aber ich meine, der macht auch gar nicht wenig Schaden damit. So, ab und zu gibt es ja auch mal Kalikotherien hier. Boom. Boom. Na, du wehrst dich wenigstens. Ich weiß gar nicht, macht der auch irgendeine Betäubung damit? Für den Para haben wir schon mal. Jawohl. So, wie ihr seht, ne? Man kann mit dem auch kämpfen. Wenn man denn das möchte. Möchten wir jetzt aber nicht. Piu! Sondern wir möchten jetzt hier abhauen. Und mal gucken, ob wir nicht irgendwo ein Kalikotherium finden. Wie gesagt, ab und zu gibt es die auch mal hier. Meistens gibt es natürlich im Schneebiom. Das ist mir jetzt allerdings ein bisschen zu weit weg fürs Känguru. Also es geht schon, aber das ist vor allem auch nicht wenig gefährlich. Und man muss die Kalikotherin ja passiv zähmen. Das heißt, man braucht auf jeden Fall irgendwo auch eine sichere Umgebung. Sonst fängt man ja ständig wieder von vorne an. Nun gut, ich werde mal hier so ein bisschen in der Gegend rumhopsen. Und wenn ich eins finde, schön. Und wenn nicht, naja, dann müssen wir eben doch aus der Luft eins suchen. Das geht definitiv ein bisschen schneller. Nach langer Suche habe ich endlich so ein Kalikotherium gefunden, was wenigstens so halbwegs okay ist vom Level. Dieses hier hat jetzt Level 95. Ich habe echt nichts Besseres gebunden. Ich war überall im Schneebiom. So, bei denen ist es nun so, Bier in den letzten Slot, am besten eine Menge Gilly anziehen, ranschleichen, nicht zu nah und wie viel? 20, okay. So, das dürfte jetzt wieder eine ganze Weile dauern, bis er das nächste Mal was will. Ich werde mich jetzt hier einfach irgendwie auf so ein Steinchen setzen und das Ganze irgendwie beobachten. Und natürlich auch aufpassen, dass hier kein Viehzeug rankommt. Und ich werde so in 2-3 Minuten nochmal rangehen. Also das heißt, er braucht 5 Stück. Ich habe insgesamt 22 dabei. Sollte also dicke reichen. Ja, bis zum zweiten Füttern hat es nicht 2 oder 3 Minuten gedauert, sondern 8 oder 9 Minuten, bis er dann mal wieder was wollte. Jetzt geht es relativ zügig, so alle, ich würde mal sagen, 30 bis 40 Sekunden. Das heißt, wir müssen ihn jetzt nur noch einmal füttern. Zwischen dem ersten und dem zweiten Füttern habe ich einmal einen Rudel Wölfe und eine Säbelzahnkatze besiegt. Und ja, das kann natürlich dann immer an sowas scheitern. Nee, da will er jetzt gerade mal noch nicht wieder, sonst hat sich es immer gut getimt. Aber kann ja dann nicht mehr lange dauern. So, jetzt steht er mal wieder. Er muss halt mal einen Augenblick stehen bleiben. Da, zack. Und da haben wir ihn. Except. Einmal auf U, einmal auf J. Ach, ich finde, die sehen total lustig aus. Ich mochte die schon immer ganz gerne. Und die sind ziemlich gute Kämpfer. Die können auch so Schneebälle werfen. Das ist sozusagen eine kleine Artillerie. So, aber es ist super dunkel. Ich werde mal gucken, ob ich in der Base noch irgendwie einen Sattel für die habe. Entweder schon fertig oder als Blueprint. Aber sowohl das Känguru als auch das Kalikotherium, das sind ja beides Tiere, die Säugetiere sind und deswegen keine Eier legen. Und beide hier auch aus dem Schneebiom kommen. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich die auch an der Schneebase lasse. Aber dafür müsste ich mir erstmal irgendwie sowas wie einen Stall bauen oder einen Stromgenerator und nochmal so ein Kryo-Fridge, was wahrscheinlich die sinnvollere Variante ist. Denn dann kann ich nämlich auch meine ganzen Baustellentiere da, die sind jetzt halt zwar im Kryopod, aber die sind halt im Schrank. Da geht natürlich die Lebenszeit irgendwann runter. Und deswegen ist es vielleicht ganz sinnvoll, wenn ich mir da auch nochmal einen Stromgenerator hinsetze und eben eine Kryo-Fridge hinsetze. Wobei so ein kleiner Stall, falls ich da ja doch mal eierlegende Tiere habe oder irgendwelche, zwischen denen ich schnell hin und her wechseln will und nicht immer warten möchte, bis die Zeit da aus dem Kryopod abgelaufen ist. Ja, irgendwie, was weiß ich, da passen dann so 3 Tiere rein oder so. Das reicht ja eigentlich für einen Stall. Gut, das heißt, wir haben mal wieder 3 Tiere gezähmt. Alles keine Kibbeltiere, ja, also weder fressen die Kibbel noch produzieren die Kibbel. Wir haben das Prokoptodon einmal gesehen. Wir hatten den Otter, haben wir kurz mal ausgetestet. Und jetzt, wie gesagt, fliege ich mal nach Hause und gucke mal, ob ich
einen Sattel habe, einen fertigen. Das kann gut sein. Oder einen Blueprint zumindest, damit ich das jetzt nicht extra noch für Engram-Punkte lernen muss. Das würde ich jetzt nämlich ehrlich gesagt ungerne machen, weil wir haben zwar noch eine ganze Menge, aber wenn wir nach Scorched Earth gehen, also ich könnte dann so ein Mindwipe-Tonic nehmen, alles wieder vergessen, alles wieder neu lernen. Aber letzten Endes, das Große und Ganze ist ja dann doch immer dasselbe, was man lernt. Wow, geht da gerade die Sonne auf oder warum ist das hier so hell? Das sieht ja super schön aus. Ja, genau. Wäre es mir halt ganz recht, wenn ich diese ganzen Sättel, die man genauso gut finden kann, eben finden würde und nicht lernen muss, weil das ja doch eine ganze Menge an Engram-Punkten verbraucht und wir wollen ja mal gucken, was Scorched Earth für uns Neues im Petto hat. Tja, wenn man vom Teufel spricht, der lila Loot, auf den ich zugeflogen bin, guck mal, was der drin hat. Einen überragenden Calicotherium-Sattel und einen Karno-Sattel. Ha, na das ist ja super. Okay, wir haben also einen. Sehr cool. Ich fliege trotzdem erstmal nach Hause, weil ich habe ja auch noch ein paar andere Sachen dabei, die ich gerne abgeben will. Aber das war ja natürlich mal wieder absolut goldrichtig. Da ist es, unser Calicotherium. Wir können ja mal reingucken, was der so für Werte hat. Also der war jetzt 95, als er wild war und ist jetzt 142, als er gezähmt war. Wir haben ein Männchen. So, mit 3600 Gesundheit, das ist okay, würde ich sagen. 1080 Stamina, kommt mir auch gut vor. 555 Oxygen, 12800 Food, 560 Gewicht, ist auch okay. 248 Nahkampfschaden. Gut, das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Zwei Level hat er jetzt schon bekommen. Er hat einen tollen Sattel. Den haben wir wirklich echt gerade eben erst aus dem Loot gezogen. Das ist eine tolle Fügung gewesen. So, ja, der kann halt normal laufen. Da ist er echt ziemlich langsam. Der kann halt auch, ja, galoppieren nennen wir es einfach mal. Da ist er relativ flott. Er hat lustige Füße irgendwie. Hinten so und vorne hält er die ein bisschen wie so ein Gorilla, ne, dass er auf den Knöcheln läuft. Der Kopf sieht sehr, sehr pferdeähnlich aus. Also ein sehr, sehr interessantes Tier, muss man echt sagen. So, der hat die, was haben wir da, die linke Maustaste, da schlägt er zu. Oder beißt zu, so eine Kopfnuss, ne? Je nachdem, gucke ich nach links, haut er zu, gucke ich nach rechts, macht er die Kopfnuss. So, dann hat er mit der rechten Maustaste das Fadenkreuz und kann, wie ihr seht, Steine werfen. Wenn ihr im Schneebiom seid, wirft er Schneebälle. Und wie ihr seht, der macht hier, also ich habe ja meine Schadenszahlen aus, aber der macht hier ziemlich viel Schaden. So, er sammelt es nur leider nicht ein. Schade. Was sammelst du denn ein? Okay, der ist, oh, gut in Thatch, also in, na, hier Stroh. Das ist fein, weil da habe ich ja bis jetzt noch nicht so richtig was. Das kann er, Bären kann er. Cool, machst du irgendwas mit C? Ah, okay. Mit C kann er auch Bärchen sammeln. Aber auch, okay, da macht er auch nochmal eine Kopfnuss. Ha, interessant. Warst du einer von denen, die man auch hinsetzen konnte? Tatsache. Sit down. So. Oh, ist es nicht niedlich? Ist es nicht herzallerliebst? Ein sitzendes Pferd. Mit so ein bisschen wunden Knien und Ellenbögen. Hübschen Sattel hat er auch. Ja, das ist also das Calicotherium und der darf natürlich auch wie alle anderen einen Namen bekommen. Der heißt logischerweise Charlie. So, Charlie, wir müssen dir sagen, dass du dich wieder hinstellen sollst. Sonst kann man nämlich nicht aufsteigen. Und machen wir das hier mal an. Was hat der hier? 90. Wir versuchen es erstmal mit der Schildkröte. Die ist nicht ganz so wehrhaft. So, jetzt können wir mal gucken mit C. Irgendwie habe ich den Verdacht, dass er da vielleicht Torpor macht, aber ich weiß es nicht mehr so genau. Stein werfen, boom. Das funktioniert natürlich auf die Distanz besser mit dem Stein, das ist klar. Patsch, patsch. Ich glaube nicht, dass es zwischen Backpfeife und Kopfnuss einen Unterschied gibt im Schaden, den er macht. Ich glaube nicht. Ist ja im Prinzip ist es ja die gleiche Attacke, es sind nur unterschiedliche Optiken. Sehr gut. Ja, das ist also das Calicotherium. Wir können mal gucken, kannst du deine Steine auch hochwerfen? Nicht sehr hoch. Na, aber sie fliegen ziemlich weit und die zerplatzen halt nicht beim ersten Feind, den sie treffen. Nicht unbedingt. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr richtig Glück habt, auch mehrere treffen. Wenn die so hintereinander stehen. So, warte mal. Bumm. Oh, du kleine Sau.
Entschuldigung. Weg. Alle weg hier. Okay. Ja, braucht halt ein bisschen. Er kann nicht um die Ecke. Patsch, Alter. Jetzt habe ich dich aber. Du hast mir doch gerade irgendwas geklaut. Habe ich recht? Ich habe irgendwie den Verdacht, du hast mir was geklaut. Nee, das ist ein Dodo. Wo ist denn der Typ hin? Wir den so platt gemacht. Hier ist er doch. Oh, auch noch sowas. Gutes Zeug braucht noch. Ja, das ist das Kalikotherium. Wir können dem ja auch mal ein paar Level geben. Kannst du gerne alle hier reinkriegen. Ja, sehr schön. Cooles Tier. Wie gesagt, mochte ich schon immer ganz gerne. Und sieht man eigentlich viel zu selten mal irgendwo in Action. Ist halt nicht der allerschnellste, ne? Aber ich glaube, der macht schon ganz guten Schaden. Also das ist schon nicht schlecht. Der hier ist ja jetzt halt nicht so ein super tolles Tier. So in, naja, knapp die besten zwei Drittel, ne? Mit knapp 100. Aber man könnte ja auch nur 150er haben. Habt ihr gesehen, der hat nicht sehr, sehr wenig an Gesundheit. Deswegen, das kann schon ein gutes Tier sein. Okay, ich würde allerdings sagen, wir haben mal wieder, ja, wie gesagt, drei Tiere gezähmt. Es ist gut gelaufen. Und an dieser Stelle ist die Folge dann nämlich für heute auch wieder zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Arza. Bis dann, ciao, ciao.